Naja, wir fahren jetzt mit 6 Meter pro Sekunde auf 512 Meter Tiefe. Ist das hier nicht irgendwann mal leer dann, das Bergwerk? Also nach dem, was wir von unserer Lagerstätte können, reicht das Salz bestimmt noch für 100 Jahre. Das ist hier einfach mal die größte und schönste Lagerstätte, die wir in Europa haben. Die 15 plus 2 Besucher. Glück auf, alles klar. Glück auf, ein langer Tunnel. Wir sind 500 Meter unter der Erde im Salzbergwerk in Bernburg. Von hier kommt euer Streusalz her, was ihr dann auf die Straßen streut. Das Gute ist, hier unten sind es 25 Grad, also richtig sommerlich. Wie findest du dich hier zurecht? Nach 2 Wochen kommt man dahin, wo man hin will, nach 4 Wochen auch auf dem kürzesten Weg. Die Verkehrsregeln bei uns sind ganz einfach, der Größere hat Vorfahrt. Es fühlt sich so an, als würde ich gerade hier durch eine Schneelandschaft tapsen. Und ich stehe hier in einer Art Kathedrale. Wir hören es hallen. Da hinten ein schwarzes Nichts. Hohe Decken und alles um mich drumherum weiß. Ja, wie funktioniert das? Wir gewinnen unser Salz durch Bohr- und Sprengarbeit. Das heißt, wir bohren Löcher von oben in unsere Abbaustrossen. Die werden mit Sprengstoff gefüllt und zum Schichtende, wenn gesprengt wird, so, wird es einmal kurz laut. Und anschließend liegen 5000 Tonnen Salz in unserer Strosse. Das Salz wird dann nach und nach vom Lader weggeholt und zum Brecher gefahren. Damit auf die Reise geschickt. Bis hoch in die Fabrik, wo dann unsere Produkte aus dem Salz gemacht werden. Ja, unser Salz ist von hervorragender Reinheit. Und da wir in der Grube nicht wissen, ob die Fabrik daraus Auftausalz, Industriesalz, Gewerbesalz oder Lebensmittel oder Futtermittel macht, müssen wir immer eine gleichbleibende Qualität liefern. Oh, ja, ich darf nicht einfach einnicken hier. Oh, ganz viel Arbeit steht noch vor uns. Ein riesengroßer Radlader, 21 Tonnen Salz gehen da rein. Und das Salz, das ist hier. Das Gute ist, 99% Reinheit. Richtig schön würzig. Über 5 Schächte geht es hier rein. Dann haben wir eine eigene Werkstatt. Es gibt Strossen, also die Kammern, da wo das Salz abgebaut wird. Und noch eine ganz große Wartungshalle. Das war doch mal richtig aufregend. Ich glaube, zu meinen zu wissen, dass das Streusalz hier aus Bernburg für unseren Winter reichen sollte. Und für mein Frühstücksei bleibt auch noch einiges übrig. Tschüss! Radio Brock.